Freunde, willkommen zu einem weiteren Preisanalyse-Video. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Lange ist es her, dass ich so ein Preisanalyse-Video gemacht habe. Heute schauen wir uns die Deals der vergangenen Monate an und schauen an, wie sich die Preise entwickelt haben in der Vergangenheit. Sind sie nach oben oder nach unten gegangen? Das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn ihr bis zum Schluss dabei bleibt. Viel Spaß! So Freunde, wie angesprochen, schauen wir uns die Deals der vergangenen Wochen an und schauen uns an, wie sich die Preise entwickelt haben. Doch bevor wir damit anfangen, möchte ich hier darauf hinweisen, dass die nächsten Prime Days von Amazon wieder vor der Tür stehen. Und zwar am 11. und 12. Oktober 2022 finden die nächsten Prime Days statt. Deshalb, wenn du das nicht verpassen möchtest, dick und fett im Kalender einstreichen oder direkt hier bei mir im Newsletter eintragen. Das Ganze kostenlos, egal ob per WhatsApp oder per Telegram, die Beschreibung dazu, wie du dich für die Deals einträgst, die du profitabel auf Marktplätzen wie Amazon und eBay weiterverkaufen kannst, findest du unten in der Videobeschreibung. Deshalb sei dabei, kostenlos und unverbindlich. Falls du auch weitere Videos zu diesem Thema hören möchtest, wie man auf Marktplätzen wie Amazon und eBay profitabel Gewinne macht und verkaufen kann, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, um nichts weiter zu verpassen. Schauen wir uns mal einfach an, wie sich die letzten Deals entwickelt haben, und dazu gehe ich direkt zum ersten Deal, und zwar war das hier eine Sittensen-Uhr. Dieser Deal war schon etwas länger her, ihr seht es hier, das war noch im Juli, glaube ich, wobei das auch im August paar Mal so gewesen ist, dass der Preis hier von dieser Uhr auf 149 gefallen ist. Stand jetzt steht er bei 229 Euro, ein sehr profitabler Preis zum Weiterverkauf, ein möglicher Resellergewinn war hier dementsprechend 30 bis sogar 60 Euro, also immer drauf kommt immer drauf an, wo der Preis quasi gerade ist, aber durchaus profitabel zum Weiterverkauf. Des Weiteren kommt wieder eine Sittensen-Uhr, so eine ProMaster Marine-Uhr, eine Taucheruhr, die hier sehr, sehr, ja, gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Über Geschmack kann man sich natürlich streiten, aber auch diese gab es zu einem heftigen Preis, und zwar auch hier noch im Juli für 169 Euro. Stand jetzt steht die bei 271 Euro. Kann man hier frei verkaufen und dementsprechend ein möglicher Resellergewinn von 20 bis 40 Euro habe ich angesetzt, was durchaus realistisch ist bei diesem Preis. Und wer hier das eingekauft hat, hat sicherlich nichts falsch gemacht. Und das nächste ist schon wieder eine Sittensen-Uhr. Auch hier gucken wir uns mal an, wie ist der Preis hier in der Vergangenheit verlaufen. Gepostet habe ich das hier zu dem Preis von 169 Euro, auch noch im Juli. Dann ist der Preis kurzzeitig wieder bei 275 Euro gewesen. Stand jetzt, die letzten drei Monate rufen wir uns mal auf, seit Anfang August bis jetzt ist der Preis kontinuierlich bei 178 Euro gewesen. Ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass das Ganze hier nochmal nach oben geht zur Weihnachtszeit. Deshalb, wer hier diese Uhr gekauft hat, hat im Grunde genommen nicht jetzt einen Verlust getragen. Klar, nur 10 Euro im Plus ist sie, aber ich kann mir gut aus vorstellen, dass es hier durchaus höhere Preise gibt im Weihnachtsgeschäft. Wenn wir das mal hier auf letztem Jahr vergleichen, dann haben wir hier im November Preise über 300 Euro gesehen. So, gucken wir mal den nächsten Deal an. Und zwar haben wir hier eine, ja, Faber-Castell Kasten, Künstler-Farbstiftkasten, war hier preislich bei 28,75, genau so habe ich das mit euch geteilt, und Stand jetzt liegt der Preis bei über 50 Euro, wobei hier auch andere das für 49 schon knapp anbieten. Genauso habe ich das auch im Reselling angesetzt, also 5 bis 10 Euro Reselling Gewinn wäre hier möglich und realisierbar. Deshalb, wer hier zu dem Preis gekauft hat, hat sicherlich nichts falsch gemacht und kann das Ganze hier sicherlich zum Weihnachtsgeschäft verkaufen, wenn er es schon nicht getan hat. Nächster Deal war ein Mikrofon von Auna. Es scheinen wohl sehr gute Mikrofone zu sein. Auch hier habe ich das Ganze im August, Anfang August für 29 mit euch geteilt. Und ja, möglicher Resellergewinn 10 Euro, wenn das Ganze hier natürlich bei ja, um die 70 Euro verkauft wird. Stand jetzt haben wir hier 60 Euro. Immerhin immer noch das Doppelte, also durchaus realistisch, auch hier die 10 Euro Resellergewinn zu machen. So, der nächste Deal war eine Eastpak ja, Tragetasche, Umhängetasche.
hier für 42, nee, für 24,12 Euro habe ich mit euch geteilt. Genau hier, teilweise ist das Ding nochmal, genau, 24,12. Dann habe ich es auch nochmal geteilt. Das ging nochmal runter für 23,50 tatsächlich. Und stand jetzt kontinuierlich über 30 Euro, sogar hier über 40 Euro. Deshalb ein möglicher Reseller auch hier von 10 Euro. Sehr gute Tasche, sehr gute Marke und dementsprechend hier auch eine sehr gute Investition gewesen. So, kommen wir zum nächsten Produkt und zwar ein Gaming-Headset. Ich kenne mich jetzt hier nicht aus mit, aber scheinbar von PlayStation oder gedacht für PlayStation 4, 5 und so weiter, aber auch für den PC. Gab es für 21,83 Euro genau hier. Ungefähr, ja, hier, ungefähr hier, genau. Am 9. August habe ich das mit euch geteilt. Dann ging der Preis tatsächlich auch nochmal hoch auf 41 Euro. So um den Dreh habe ich auch den Reseller-Gewinn angesetzt, beziehungsweise 5 bis 10 Euro sollten der Reseller-Gewinn sein. Ja, stand jetzt natürlich nicht realisierbar, aufgrund dessen, weil es jetzt 32,52 Euro kostet, wird genau von Amazon vermarktet. Aber ihr seht es hier, die Sprünge gehen immer mal wieder hoch, dann wieder runter. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Preis auch hier nochmal hochgeht, wenn wir im Weihnachtsgeschäft sind. Deshalb auch hier einfach vielleicht abwarten oder einfach das Produkt retournieren. Habt ihr auch immer die Möglichkeit. So, was haben wir als nächstes? Eine Razer Maus. Diese gab es für 27 Euro. Können wir uns auch mal anschauen. Und zwar war das am 23. August. Genau hier zu diesem Zeitpunkt. Übrigens, falls du nicht weißt, welches Tool ich hier zur Analyse nutze, um hier die Preishistorie einfach mir anzuschauen, dann findest du hier oben in der Infobox ein Video dazu. Es handelt sich hier um Keeper, komplett kostenlos als Add-on für deinen Browser. So, und ja, für 27 Euro habe ich das geteilt, dann ging der Preis wieder auf 42. Auch so um den Dreh ist der Verkaufspreis Stand jetzt. Und möglicher Reseller-Gewinn 5 bis 10 Euro. Finde ich auch durchaus realistisch. Kommen wir zum nächsten Produkt und zwar eine EVGA-Maus. Auch eine sehr gute Maus, wie ich finde. Hier habe ich das mit euch geteilt für 42 Euro und zwar am 29. August. Das war, ja, müsste hier ungefähr gewesen sein, wobei ich diesen Preis hier nicht sehe für 42. Ah, Moment hier. 29. August. Nee. Ach, da ist genau der Preis gewesen, da, schaut mal, 42 Euro, ein richtiger Absacker nach unten und dann ging sie auch fast auf 100 Euro wieder hoch, das ist ziemlich krass, aber Stand jetzt liegt sie bei 55 Euro, ich weiß nicht warum, also durchaus ist Potenzial hier wieder nach oben, ich denke, das wird sich auch wieder nach oben korrigieren, möglicher Reseller-Gewinn habe ich hier 20 bis 30 Euro angesetzt. Ich finde das durchaus realistisch, wobei das Ganze hier bei eBay müsste man jetzt aktuellen Preis anschauen. Damals zum Dealpreis habe ich das gesehen, dass es bei eBay für 112 Euro zu haben war. Deshalb auch ein sehr guter Deal gewesen im Vergleich. Ja? Und dann kommen wir schon zum nächsten Deal aus dem August, beziehungsweise das ging auch schon im September rein. Und zwar so eine TP-Link Bluetooth-Stecker. Genau, den gab es für 3,90 Euro. Verhältnismäßig klar, sehr, sehr günstig, ja. Klar muss man dann hier gucken, dass man natürlich hier auf Masse arbeitet. Man konnte natürlich nicht so viele kaufen, Stand jetzt könnte man 9 kaufen, ja, aber das ist ja auch der reguläre Preis. So in der Regel kann man natürlich immer meistens nur 3-4 Stück kaufen, aber wenn ihr es über mehrere Accounts macht, Amazon-Accounts, dann könnt ihr natürlich auch mehr kaufen. Und wie ihr hier seht, am 1. September gab es für 3,90 und Stand jetzt könnte man es für über 10 oder 11 Euro verkaufen. Auch hier möglicher Reseller-Gewinn von 5 Euro. Ich sage mal so, mit einer Investition von 3,90 Euro und 5 Euro Gewinn macht man über 100%. Eigentlich geil, ja, auch wenn es wenig ist verhältnismäßig. Dennoch würde ich sagen, diese Deals haben sich gelohnt. Im nächsten Video mache ich alle Zusammenfassung der Deals, die im September rausgekommen sind. Und falls du genau solche Deals bekommen möchtest, dann, wie schon am Anfang angesprochen, findest du unten in der Videobeschreibung, wie du dich für den Newsletter anmelden kannst. Das Ganze kostenlos und unverbindlich und du kannst jederzeit austreten.
Dementsprechend verpasst das nicht, denn wie gesagt, die Amazon Prime Days stehen vor der Tür und hier wird es wieder richtig Deals hageln. Viel Spaß dabei und falls dir das Video gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen hoch und sonst freue ich mich natürlich, wenn du diesen Kanal abonnierst und alle weiteren Videos dir anschaust, die für dich nützlich sein können. Viel Spaß beim Kaufen und Verkaufen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Ciao.